So sieht unsere große Heliumflasche dann aus, wenn ihr sie ausgepackt habt. Ihr habt eine kleine Anleitung, um nochmal alles nachzulesen. Mit der Heliumflasche könnt ihr ca. 40 Latexballons oder 5 große Folienballons füllen. Zuerst müsst ihr dann den grünen Hebel oben gegen den Uhrzeigersinn ganz aufdrehen bis zum Anschlag. Geht ein bisschen schwer, aber kann man schaffen. Dann zieht ihr den Ballon eurer Wahl über das Ventil und dann müsst ihr das Ventil leicht nach unten drücken, damit das Helium rauskommt. Ja. Wenn ihr dann fertig seid mit den Ballons, dann könnt ihr einfach die Flasche wieder zudrehen. Und ihr könnt sie eigentlich auch immer wieder verwenden und so lange aufbewahren, wie ihr möchtet. Also es ist weder giftig noch in irgendeiner Form explosiv oder so.